Hallo zusammen, herzlich willkommen in Annelies Welt. Ihr habt es im Titel schon gelesen, heute gibt es mal wieder einen Action-Haul und für meine Verhältnisse habe ich relativ wenig eingekauft. Ich habe mich zurückgehalten, obwohl, stimmt gar nicht, ich habe einfach keine Sachen gefunden, die mir gefallen haben. So ist es eigentlich richtig. Ich bin sofort in die Weihnachtsabteilung gerannt, ja, in der Hoffnung, dass ich ganz tolle weihnachtliche Bastelkram-Sachen finde, aber Pustekuchen. Ich habe, Moment, zwei Blöcke und so ein bisschen Holz, sagt mal schnell, so Holzdeko-Teile gefunden, aber das war's. Aber was richtig cool ist, mein Action, also nicht meiner, sondern der Action, in dem ich war in meiner Gegend, der hat jetzt dieses Jahr Standschablonen, also weihnachtliche Standschablonen. Ja, da habe ich mich natürlich ganz doll drüber gefreut. Das Blöde war nur, die waren alle ausverkauft. Naja, so muss ich nächste Woche spätestens nochmal hin, ne? Es nützt ja alles nichts. So, und ich fange jetzt auch mal an mit Action. Ich war heute auch ganz kurz mit meiner Freundin im Teddy drin und ich packe die Sachen einfach jetzt mit in das Video rein. Ja, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Denn bevor ich das jetzt alles wieder horte über Wochen, dann sind die Sachen nicht mehr aktuell. Das ist dann ja irgendwie auch blöd für euch. Wir fangen mal mit den Weihnachtssachen bei Action an. Ach, bevor ich das vergesse, ich fange mal hier mit dem Lebkuchenhaus an. Also ich habe ja drei Söhne und bei uns steht auf jeden Fall jedes Jahr an, Lebkuchenhäuser zu bauen. Ja, und da habe ich diese hier mitgenommen. Die hatten wir schon mal und die kann ich auch empfehlen. Und die werden nachher am Ende auch aufgegessen. Restlos. Sind total beliebt bei meinen Jungs. Und jetzt geht's weiter mit einem, oder? Ist das wirklich wahr? Ja, ich habe nur einen Weihnachtsblock. Dabei hatten sie, glaube ich, auch alles da gehabt. Ja, es hat mich irgendwie überhaupt nicht angesprochen. Das war in den letzten Jahren aber irgendwie anders. Ja, oder ich bin da irgendwie kritischer geworden. Ich weiß es auch nicht. Wir können das ja mal eben durchblättern auf die Schnelle. Kennt ihr bestimmt. Wir haben hier die süßen Rehkitze. So ein bisschen mit Glitzer. Normalerweise stehe ich auf das beglitterte Papier nicht so, obwohl ich absolut auf Glitzer stehe. Also so ist es nicht. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Aber so auf dem Papier so geht es noch, weil es relativ schlicht gehalten ist. Aber ansonsten mag ich das nicht so gerne. Dann ist das immer noch so ein bisschen mit Gold, das finde ich aber auch sehr hübsch jetzt hier, weil das so ein bisschen zurückhaltender ist. Das Gestreifte mag ich nicht so gerne, aber das finde ich wieder ganz toll. Dann wieder ein bisschen mit Gold, finde ich auch sehr hübsch. Das mag ich auch leiden, auch von den Farben her. Dann wiederholt sich das hier wieder mit goldenen Zweigen, das finde ich auch super hübsch. Die Punkte gefallen mir wieder nicht so gut. Und das finde ich richtig toll. Auch von den Farben her. Schaut mal bitte, wie süß dieses Papier ist. Ganz, ganz süß. Dann wieder viermal und dann nochmal mit Gold. Mit diesen kleinen Zweigen auch. Super toll. Ja, das kann man irgendwie bestimmt auch mal verwenden. Da finde ich das auch mit dem Gold richtig toll. Vielleicht eine Verpackung oder so. Das gefällt mir auch richtig gut. Und das war es dann letztendlich auch. Das ist mein Weihnachtsblock. Ich weiß es nicht zu 100%, aber ich glaube, das bleibt auch bei diesem einen Block. Ich gucke nächste Woche aber trotzdem noch mal genau. Nicht, dass mir da irgendwas entgeht. Und dann habe ich einen Lux Paper Block mitgenommen. Normalerweise nehme ich sie immer fast alle mit, weil ich liebe diese Blöcke, weil da so viele schöne Sachen drin sind. Aber dieses Mal, wie gesagt, ne, hat mich das nicht vom Hocker gehauen. Aber diese süßen Tierchen hier, die konnte ich nicht liegen lassen. Kennt ihr bestimmt. Aber wir blättern einmal ganz kurz nur schnell durch. Ja, mit Vellum, also Vellum generell mag ich, aber die Sprüche verwende ich eigentlich ganz, ganz selten. Vielleicht mal auf Karten oder so. Ich halte das lieber mal so rum, dann könnt ihr das viel besser sehen. Aber jetzt muss ich den Arm wie so eine Teleskopstange ausfahren. Aber es muss irgendwie gehen. Für euch mache ich das gerne. Ja, ich finde diese Hasen auch super süß. Und die Farben gefallen mir halt auch total gut. Das Blatt gefällt mir nicht ganz so gut. Ich mag den Bären da irgendwie nicht so, wie der dargestellt ist. Hier auch nicht die Tiere. Und das gefällt mir auch nicht. Also diese Seite, nee, finde ich nicht so cool.
Aber diese Seite finde ich wieder super süß. Guck mal bitte hier oben. So niedlich. Und auch nochmal in Miniatur hier unten. Und ja, das Eichhörnchen hier. Das gefällt mir richtig gut. Und da sind so viele schöne Bilder drin. Da kann man doch so einiges mit dekorieren. Ob das nun Karten sind, Verpackung, was auch immer. Wir können gerne mal Karten zusammen daraus werkeln, wenn ihr Interesse habt. Mag ich auch irgendwie nicht so gerne. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie mag ich die auch nicht so gerne leiden. Also die Seite gehört auch nicht unbedingt zu meinen Favoriten, aber den Kamin hier finde ich richtig toll. Aber dafür ist diese Seite wieder richtig toll. Mit dem Igel und hier die Hasen. Die Seite finde ich wieder richtig klasse. Was haben wir hier noch? Das ist wie Bilderbuch angucken irgendwie. Das ist auch super, super süß. Da mag ich sie auch fast alle leiden. Nee, eigentlich alle. Alle. Alle Motive gefallen mir da auf dieser Seite richtig gut. Und wisst ihr was? Das sind halt so Kleinigkeiten, aber diese Umschläge zum Beispiel, die haben ja auch so richtig tolle Farben. Das wirkt natürlich nicht, weil so viele Motive auf diesem einen Zettel sind, auf diesem einen Bogen. Aber wenn man sich die einmal so rausdrückt und separat verwendet, dann wirkt das ja gleich ganz anders. Auch mit dem Becher hier und so. Also da kann ich mir echt tolle Sachen mit vorstellen. Aber mir ist überhaupt noch nicht nach Weihnachtsbasteln. Wie geht's euch da so? Das würde mich echt mal interessieren. Ich habe auf Instagram schon gesehen, dass so einige schon ganz fleißig in ihrer Wichtelwerkstatt sind. Also in ihrer Weihnachtswichtelwerkstatt. Aber nee, da habe ich noch gar keine Lust zu. Da ist mir noch nicht nach. Hoffentlich fange ich dieses Jahr nicht schon wieder so spät an. Ich bin ja so ein Typ immer auf den letzten Drücker und so. Ich brauche den Kick anscheinend. Ja, das Papier kann man mal als Hintergrund oder wie auch immer verwenden. Das hätte nicht sein müssen, aber das musste sein. Guckt mal, wie süß das ist. Richtig niedlich. Und auch von den Farben her gefällt mir das gut. Hier mit dem Schneegestöber. Das mag ich sehr gerne leiden. Das, da bin ich zwiegespalten irgendwie. Die Farben gefallen mir super gut. Und der Igel ja sowieso. Und hier das Eichhörnchen mit dem Häschen und so weiter. Aber wisst ihr, was mich stört? Ist wieder hier die Fuchsdame. Er hier, den mag ich nicht so gern leiden. Mag ich irgendwie so gar nicht. Stört mich total. Ich weiß auch nicht. Könnte man sich ja sonst auch ausschneiden, ne? Das mag ich sehr gerne leiden, da kann man ja nicht viel verkehrt machen. Und das finde ich am schönsten. Das wäre schon fast ein Grund gewesen, als alleiniger Grund, sag ich mal, diesen Block zu kaufen. Erstmal gefällt mir die Farbe total gut und zu den Motiven muss ich ja wohl nichts sagen, oder? Was kann man denn daraus mal basteln? Das darf man sich ja nicht zerschneiden, das wäre ja schade, obwohl man könnte hier vielleicht so einen Schnitt machen. Eine Verpackung bekleben irgendwie, dass man sich das hier teilt. Na, da werde ich mir noch mal ganz in Ruhe Gedanken machen. Ja, kann man mitnehmen, muss man nicht. Die Geschenke finde ich auch richtig toll. Und was haben wir hier noch? Boah, das könnte man sich auch selbst irgendwie zusammenwerken mit Wasserfarben. Und hier haben wir noch mal Vellum. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, brauche ich nicht unbedingt. Und das gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt was von verwenden. Da spricht mich jetzt auch nichts an. Oh, wie kann man denn jetzt so lange über einen Block reden? Also ihr könnt froh sein, dass ich nur den mitgenommen habe. So, war es das denn jetzt mit den Weihnachtssachen? Nee, ich habe noch Sticker mitgenommen, weil ich ja so wenig habe. Aber daran kam ich nicht vorbei. Ah, schade, ich habe das Papier jetzt nicht hier. Ich habe die ganzen Weihnachtssachen unten im Keller, aber schaut euch das bitte mal an, wie süß das ist. Und diese kleine Oma und dieser Weihnachtsopa hier, die sind, bin ich der Meinung, 1:1 von einem Papier, und zwar von einem Lieblingspapier von mir. Ich weiß gar nicht mehr von welcher Firma. Aber irgendwann wird das hier bestimmt nochmal Thema, dann werde ich das irgendwie miteinander verbinden. Auf jeden Fall sind die da genauso abgebildet. Das ist genau das gleiche Motiv, bin ich der Meinung. Ja, und deshalb musste das auch mit. Auf die anderen, ja, hätte ich verzichten können, obwohl das auch süß ist hier.
Oder auch mit dem Wichtel hier unten, das gefällt mir schon sehr gut. Die Ente muss man ja auch nicht unbedingt zu Weihnachten verwenden oder die Schere oder so. Kann man natürlich das ganze Jahr verwenden. Aber die beiden waren der Grund, warum dieses Sticker-Set mit musste. Aber das war es tatsächlich schon fast an Bastelkram für Weihnachten, außer vielleicht noch hier diese Holzteile. Ich muss mal ganz kurz hier gucken, dass mir nicht alles auseinanderfällt. Ich habe nämlich noch diese Holzteile mitgenommen, das ist ja auch weihnachtlich, kann man ganz wunderbar an Geschenke ranbaumeln zum Beispiel. Die sind doch süß, oder? Die gefallen mir sehr gut. Da kann man natürlich auch anderes Band dran machen, dann sieht das vielleicht nochmal schöner aus. Ja, je nach Geschmack. Ich greife jetzt einfach mal zu. Ich weiß nicht, ob da noch was Weihnachtliches kommt. Ich habe hier so einen kleinen Berg vor mir. Hatte ich nicht gesagt, ich habe für meine Verhältnisse relativ wenig eingekauft. Das kam mir gar nicht so viel vor. Aber das kommt daher, weil ich jetzt zu jeder Sache so viel rede. Und ich habe das schon vermutet. So, jetzt geht's aber weiter, ohne viel Gerede. Da habe ich noch solche kleinen Holzboxen. Sind die nicht niedlich? Da gibt es verschiedene Formen. Ich habe einmal diese hier. Dann habe ich so eine ovalen Boxen. Also, dass die nicht so bleiben, ist klar, ne? Die müssen noch angemalt werden, aufgepimpt werden. Wollen wir das auch mal gemeinsam machen? Auch was ich alles mit euch machen will noch, schreibe ich mir am besten mal alles auf. Dann einmal in rund. Das muss man sich doch verzieren. Wie süß sieht das denn bitte aus? Kann ich mir ganz toll vorstellen, wenn die fertig dekoriert sind. Dann habe ich noch einen Papierblock, einen kleinen in DIN A5, und zwar diesen hier. Den fand ich auch traumschön. Blättern wir auch kurz mal durch. Diesmal wirklich mal kurz. Man muss sich ja nicht immer so lange aufhalten. Vor allem kennt ihr die wahrscheinlich auch alle schon. Ja, Glitzer könnte man. Obwohl, ja, das ist ganz schön, das Papier. Da glitzert nichts ab. Aber dieses Vellum finde ich total hübsch. Damit, ja, kann man irgendwas basteln, muss man nicht. Das finde ich auch total hübsch. Ja, ich weiß gar nicht, was das jetzt hier unbedingt soll, aber ja, Vellum, das finde ich auch richtig klasse. Da finde ich die Farbe auch total schön. Warum ist denn immer so ein Papier dabei? Ist ja richtig nichts aussagend irgendwie. Ja gut, verbasteln tut man das wahrscheinlich irgendwie. Ja, das muss ich auch nicht unbedingt haben. Das finde ich auch toll. Diesen Rosé-Ton. Das kann man natürlich super miteinander kombinieren. Das genauso, finde ich auch richtig toll. Ist natürlich farblich alles super aufeinander abgestimmt in diesem Block. Aber was diese Blätter immer so sollen, ich meine, ja gut, passt auch gut dazu, aber nicht wirklich, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ja, habe ich mal mitgenommen, hat mich irgendwie auch vom Titelblatt angesprochen. Mal gucken, was ich daraus werke. Dann habe ich noch einen Lappen mitgenommen, den habe ich auch schon, aber ich bin so begeistert, der macht so gute Laune, dass ich noch mal einen zweiten mitgenommen habe zum Stempelreinigen. Ja, den seht ihr ja meistens immer in meinen Videos, aber einen zweiten davon ist gar nicht verkehrt, wenn der andere mal in der Waschmaschine ist. Aber ich habe natürlich auch noch andere Lappen, so ist das nicht, ne? Dann habe ich noch zwei Bilderrahmen mitgenommen, einmal diesen hier für die Kinderzimmer. Für welches Kind weiß ich noch nicht so richtig, aber das kommt definitiv ins Kinderzimmer. Ich werde aber wahrscheinlich das hier nicht so lassen. Das gefällt mir nicht so gut. Auf jeden Fall nicht mit diesem Zeug hier, mit diesen Anhängern. Das gefällt mir gar nicht. Aber wenn da Bilder nachher drin sind und eventuell nehme ich die Kordel ab oder spanne da ein anderes Band irgendwie. Ich überlege gerade ein anderes. Ganz ruhig. Ja, zu viel nachdenken und reden, das ist zu viel für mich. Ein anderes Band spanne ich da vielleicht rein und dann kann man sich ja was einfallen lassen. Man könnte ja auch andere Wäscheklammern nehmen, weil irgendwie gefallen mir die nicht. So, man so ganz kleine schwarze Klammern nimmt und dann nochmal ein anderes Band, sieht das ganz anders aus. Wenn da noch immer schöne Fotos drin sind, dann kann das richtig gut aussehen. Hoffentlich fällt mir das nicht runter. Dann habe ich noch einen weiteren Bilderrahmen mitgenommen. Den fand ich auch ganz toll. Das ist dieser hier. Da kann man natürlich auch ordentlich kreativ werden. Natürlich kann man ein Foto da rein tun. Man kann natürlich auch einen schönen Spruch ausdrucken. Vielleicht noch ein bisschen foliert. Oder man stellt noch eine Figur rein. Also da kann man sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Bekommt definitiv auch einen Sohn von mir.
Ich glaube, das hält nicht. Ich muss das mal eben auf den Fußboden stellen. Das ist mir zu riskant. Das wäre ja schade, wenn das Glas kaputt geht. Und jetzt, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, Sticker und so. Und ich komme ja ganz schlecht dran vorbei. Aber der musste mit, der Bogen hier. Beziehungsweise da sind ja zwei Bogen drin. Guck doch bitte mal, wie süß. Die Seite geht noch, haut noch nicht so vom Hocker, aber, obwohl hier auch mega süß und ich muss euch gleich unbedingt was zeigen. Aber das sind schon sehr süße Motive, finde ich. Und auch die wirken erst, wenn man sie einzeln verklebt. So niedlich. Guckt mal bitte, es blendet das natürlich ein bisschen. Und jetzt zeige ich euch mal was. Und zwar, Moment, ich muss mal ganz kurz in meiner Schublade kramen. Da wollte ich vorhin eigentlich schon nachgucken, habe ich aber vergessen. Meine Rub-Ons hier alle. Denn diese Motive kommen mir sehr, sehr bekannt vor. Und das kann man doch bestimmt auch miteinander verbinden. Moment, einmal ganz kurz nachgucken. Jetzt lasst mich hier mal Looky Looky machen. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Aber das Motiv, Moment. Ich habe auch schon manche davon benutzt. Aber vielleicht finden wir ja. Aber die sind auf jeden Fall so ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Ihr seht wahrscheinlich schon irgendwelche Doppelten hier, aber irgendwie. Oder sehen die wirklich nur so ähnlich? Nee. Das ist doch nicht nur ähnlich. Guckt mal. Das ist doch das gleiche Motiv fast. Und ich bin auch der Meinung, Moment, hier. Jetzt habe ich es auch mal gesehen, hier mit dem Eichhörnchen, ne? Da sind auf jeden Fall identische Motive dabei. Und das ist doch richtig toll, dass man das dann so miteinander verbinden kann. Denn man kann sich die Sticker ja irgendwo aufkleben, am besten auch noch mit zusätzlich Kleber, die kleben nämlich nicht ganz so gut. Und dann vielleicht irgendwie so auf weißem, festeren Papier und dann kann man das nochmal ausschneiden. Das macht nochmal mehr her irgendwie. Und dann mit den Rub-Ons. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie stelle ich mir das toll vor, was auch immer. Dann habe ich noch weitere Aufkleber. Ja, die hätten jetzt nicht unbedingt sein, die hätten nicht unbedingt sein gemusst. War das jetzt richtiges Deutsch? Oh, wenn man hier vor der Kamera sitzt, dann kann man kaum sprechen. Schlimm ist das. Die hätten nicht sein müssen. Jetzt haben wir es. So. Du bist nicht du, wenn du vor der Kamera sitzt. Wie ist denn diese eine Werbung? Aber so ist es echt, so fühle ich mich manchmal. Ja, ich finde diese Luftballons total niedlich und die Farben gefallen mir auch sehr gut. Auch dieses Bonbonglas hier, das finde ich auch total niedlich. Diese Tickets hier. Ein Lolli geht auch immer. Ja. Ein Einhorn. Ja, müssen wir jetzt nicht alles einzeln durchgehen. Ich weiß, aber ich kann mich in solchen Sachen verlieren. Und wenn nicht mit euch, mit wem denn dann? So, dann habe ich noch hier solche Klammern mitgenommen. Solche Clips. Die gab es, glaube ich, auch in Schwarz. Aber ich habe sie in Gold mitgenommen. Da sind 14. Steht da 14 drauf? Ja, ich glaube schon. 14 Stück drin. Kann man auch immer gebrauchen. Dann habe ich noch Standschablonen gefunden. Anhänger, diese hier. Die gibt es bestimmt schon lange, habe ich aber noch nie gesehen gehabt. Und Anhänger, ja, gehen immer. Hatte ich die schon gezeigt? Ach, die habe ich zweimal. Die habe ich zweimal mitgenommen, hatten wir schon. Dann habe ich weitere Holzanhänger. Und zwar herbstliche. Einmal diese Pilze hier. Da kann man sich ja nachher auch so einen schönen herbstlichen, was heißt nachher, wir haben Herbst. Also da kann man sich jetzt mal in den nächsten Tagen so einen herbstlichen Strauch irgendwie machen. Und dann kann ich zum Beispiel auch diese süßen Tierchen anbaumeln. Sind die nicht niedlich? Mit dem Apfel. Ich glaube, es gibt auch weitere Motive, aber sie hatten halt nicht mehr da. Ich habe den Igel auch schon verwendet. Wo ist denn die Verpackung? Da hatte ich doch letztens eine Anleitung hochgeladen mit dieser kleinen Verpackung. Und da habe ich den Igel hier rangebaumelt. Da habe ich das einmal ausprobiert. Ja, und das Papier ist von Sustrene Grene. Hatte ich euch auch letztens im Haul gezeigt. Ganz niedlich, oder? Ein bisschen herbstlich.
Und jetzt sind wir fast am Ende, aber ich habe hier noch ein Heft. Ich liebe diese Marke Oxford. Meine Kinder haben fast alle Mappen und College-Blöcke von Oxford, denn das Papier, das ist so schön glatt, das bringt so einen Spaß, da drauf zu schreiben, kann ich sehr empfehlen. Ja. Und die Farbe, ne? Gefällt mir gut. Also das bleibt auf jeden Fall in meinen Händen für Notizen. Denn wenn ich immer so Zettel nehme, dann verliere ich die auch immer gerne. Und dann habe ich alles beisammen. Das ist auf jeden Fall besser. Dann habe ich hier noch Stifte. Wollen wir die mal zusammen ausprobieren? Können wir gleich mal machen. Gelstifte. Da bin ich jetzt mal gespannt. Normalerweise kaufe ich ungern Stifte bei Action. Ich wurde schon so oft enttäuscht. Aber wir können das gerne mal ausprobieren. Und einmal diese Lichter. Ja, auch für die Weihnachtszeit, wenn man irgendwelche Windlichter oder so bastelt, dann kann man die da reinstellen. Sind die überhaupt von Action? Aber müssten eigentlich. Die waren in der Action-Tüte bei mir mit drin. Dann habe ich noch diese Papierbecher mitgenommen. Da werde ich auf jeden Fall definitiv nochmal irgendwas draus basteln. Eine schöne Banderole hatte ich euch irgendwann schon mal gezeigt gehabt. Kann ich mir hier super vorstellen. Und vielleicht zu Halloween irgendwie was. Obwohl ich ja überhaupt kein Halloween-Fan bin, ne? Aber so ein bisschen muss schon was sein. Gerade wenn die Kinder wieder kommen und hier klingeln. Dann mag ich das ganz gerne, wenn man was Schönes vorbereitet hat. Die freuen sich immer so. Und dann freue ich mich auch. Es ist mir aber sonst zu gruselig alles mit Halloween. Deswegen ist das nicht so mein Ding. Aber es gibt ja auch süße Gespenster. Aber das soll heute kein Thema sein. Dann habe ich noch ein kleines Häuschen mitgenommen. Das habe ich letztes Jahr schon gekauft. Das habe ich selbst auch behalten und ich habe es verschenkt und es kam echt gut an. Gerade wenn man so Blumengestecke oder so verschenkt und das damit reinstellt, das macht sich total gut. Das ist mit Licht, ja, sehr, sehr hübsch. Da bin ich froh, dass ich noch mal eins kaufen konnte. Und dann habe ich noch diese Holzsticks. Die sind normalerweise, na, sagt mal schnell, für Tapas, oder? Nee, wie nennt sich das? Steht das drauf? Na, es sind auf jeden Fall Bambusspieße für Leckereien. Aber ich benutze sie natürlich zum Basteln. Ich muss mal schauen, ob man die dann irgendwie in die Becher reinstellen kann. Vielleicht noch mal hier mit einer Fahne oder so. Müssen wir mal gucken. Muss ich mir in Ruhe mal was einfallen lassen. Und das war's. Nee, stimmt nicht. Ich habe noch eine Seife. Ist jetzt nicht so wichtig, aber ich habe mich mega gefreut. Das ist ja nicht irgendeine Seife. Also, die ist bestimmt jetzt nicht super von den Inhaltsstoffen, aber darüber müssen wir uns jetzt auch an dieser Stelle nicht unterhalten. Ich habe sie mitgenommen, weil das ist so eine Retro-Seife. Das Lux, ne? Hatte meine Oma früher irgendwie schon und ich musste die deshalb mitnehmen, weil, ja, das weckt Erinnerung. Ich muss mal kurz dran schnuppern, ja, riecht auch wie früher irgendwie, obwohl ich jetzt im Moment gar nicht so gut riechen kann. Muss sie relativ stark riechen? Mit meiner Schnupfnase ist es im Moment nicht so einfach. Die musste unbedingt mit. Diese Seife. Und jetzt probieren wir die Stifte aus. Jetzt muss ich mir nur irgendwie mal was zum Schreiben bzw. einen Zettel holen. Was nehmen wir da am besten? Am besten hole ich mir mal schwarzes Papier. Ich bin gleich wieder da. Ich habe mir mal eben diesen Block hier geschnappt. Da wollen wir mal gucken, ne? Wie die so schreiben. Können wir eh schon dabei sein, dann können wir das gleich mal ausprobieren. Erstmal auf dem hellen Papier, das ist ja anscheinend schwarz. Ja, schreibt butterweich, muss ich sagen. Und glitzert richtig. Steht ja auch drauf, metallisch. Doch, da kann man nicht meckern. Der schreibt definitiv gut. Dann haben wir hier noch Silber. Der geht nicht auf. Na gut, für den Preis kann man jetzt auch nicht mega Qualität erwarten, schreibt aber auch sehr gut. Und dann haben wir hier noch Gold, werde ich gleich noch mal auf Schwarz ausprobieren. Na, der schreibt nicht gut. Moment. Wir wollen ihm ein bisschen Zeit geben, um sich einzuschreiben. Jetzt aber. Jetzt. Kricke, krackel. Der schreibt super. Der schreibt auch gut. Probieren wir jetzt nochmal auf Schwarz aus, wo wir so schön dabei sind. Ja, toll. Also ich möchte behaupten, dass ich noch nie so einen gut schreibenden goldenen Stift hatte. Und ich habe schon einige. Also wenn das so bleibt, richtig toll für das kleine Geld.
Gerade jetzt auch für die Weihnachtszeit. Ich habe auch irgendwo so einen goldfarbenen noch rumfliegen gehabt. Habe ich doch letztens erst benutzt. Das ist doch auch Gold, ne? Von Jelly Roll. Ja, glitzert ein bisschen, aber man kann gar nichts erkennen. Jetzt geben wir ihm noch mal eine Chance. Gut, glitzert viel mehr. Aber den kann man auf jeden Fall besser erkennen. Und dann hatte ich noch einen anderen Moment, wo wir jetzt dabei sind. Dann möchte ich das jetzt wissen von Pilot. Den benutze ich nämlich immer gerne, auch in der Weihnachtszeit. Bin ich überhaupt im Bild? Naja, ich werde auf jeden Fall laut denken. Ich muss mal ganz kurz das Blatt zu mir ranholen. Ich weiß nicht. Finde ich beide gut. Der schreibt so ein bisschen dicker von Action. Sind aber beide ganz gut. Also eine Empfehlung. Also bis jetzt. Ich weiß ja nicht, wie die sich so in ein paar Wochen machen. Das waren jetzt die Sachen von Action. Oder habe ich hier noch irgendwas rumfliegen? Dann machen wir gleich nahtlos weiter mit Teddy. Und zwar, ich greife mal eben hier rüber. Oh, ich habe jetzt schon die Hälfte verloren, weil ich nämlich schon was davon verwendet habe. Ach du Schreck. Jetzt ist mir die Tüte runtergeflogen, aber ich kann euch das ja trotzdem zeigen. Also 18 Stück ist von Teddy und da habe ich diese Blätter hier mitgenommen für den Herbst zum Basteln. Super süß. Die müssen gleich zurück in die Tüte. Ich versuche ja auch immer hier diese Schnipsel aufzubewahren, damit ich nochmal weiß im Nachhinein, woher ich die Sachen habe, falls ich gefragt werde. Hier habe ich auch noch Kürbisse gefunden. Und dann habe ich noch weitere Blätter. Diese hier. An sowas kann ich nicht vorbeigehen. Man kann es immer mal gebrauchen. Ich habe so viele Holzteilchen, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ne? Und jedes Mal sage ich mir wieder, jetzt ist Schluss. Du verbastelst das nicht. Ja, was soll ich euch sagen, ne? So. Und dann, jetzt muss ich mal rübergreifen. Ich hole mal alles hier rüber. Kommt mal alles hierher zu Mama. So, dann habe ich hier diese Aufbewahrungsbox. Die kaufe ich zwischendurch immer mal wieder. Da werde ich auch häufig nachgefragt, denn da verwahre ich unter anderem mein Garn auf. Das ist von Kreativdepot. Das ist super schön geordnet da drin. Ja, das ist, also beziehungsweise die Box ist von Teddy. Dann habe ich hier noch Wunderkerze. Eigentlich zwei Stück. Ist aber nur eine da. Eigentlich habe ich noch eine Eins. Hier. Weil mein größter Sohn wird im November 16 und das habe ich dann schon mal mitgenommen. Das kann man sich schon mal in den Schrank legen. Und jetzt kommt so ein kleines Highlight für mich. Da muss ich irgendwas drunter packen, dann kann man das besser sehen. Da habe ich mich so gefreut, da hat meine Freundin mich drauf aufmerksam gemacht. Ich hätte es gar nicht gesehen. Um Gottes Willen. Gar nicht auszudenken. Guckt mal bitte. Dieses Stempelset. Guckt euch das bitte mal an mit diesen Wichteln hier. Ich bin also kein riesiger Wichtelfan, aber irgendwie ist das zu Weihnachten schon süß, ne? Und die Motive sind schon echt niedlich. Ist da drunter noch irgendwas? Nee. Ach, schon sehr süß. Und da kann man sich sogar noch die Nase raufstempeln. So wie man mag. Ach, das ist schon sehr süß. Guckt mal, ich gehe nochmal näher ran. Das scheint ja wirklich neu zu sein. Da bin ich ganz gespannt, auch wie die Qualität ist. Ja, Silikonstempel von Teddy. Dann habe ich noch was für den Adventskalender mitgenommen. Und zwar Sticker. Einmal diese Version hier. Ich mache das ja meistens so, dass ich die Adventskalender für meine Jungs einzeln verpacke, weil die Sachen haben einfach verschiedene Größen und da macht es wenig Sinn, dass ich da vor mich hinsetze und irgendwelche Verpackungen oder so bastel, weil ich ja gar nicht weiß, in welcher Größe ich sie brauche. Und von daher nehme ich meistens doch dann am Ende Geschenkpapier für den Adventskalender und da finde ich solche Sticker total toll. Dann einmal diese hier für den
kleinsten Sohn. Da gefallen mir die Motive auch richtig gut. Und dann habe ich noch eine dritte Variante, und zwar diese hier. Die finde ich auch klasse. Ich hoffe, man konnte das jetzt einigermaßen erkennen. Und dann habe ich noch ein paar Sternchen für Weihnachten mitgenommen aus Holz. Mit Löchlein, das sind Perlen. Da kann man auch so schön mit dekorieren. Ich meine, was man alles an Deko hat, ne, als Bastler, das ist ja der Wahnsinn. Aber man braucht diese Auswahl auch, finde ich. Irgendwann braucht man das. Und dann sitzt man hier für so ein ganz bestimmtes Projekt und dann freut man sich, wenn man dann so in sein Schätzchen rumgräbt, dass man dann ja so schöne Schätzchen hat. Macht dir das jetzt irgendwie Sinn? Nee, aber egal. Wir machen mal lieber weiter. Dann habe ich für Halloween für die Kinder auch hier solche Sticks hier mitgenommen. Machen wir mal auf. Das kann man ja kaum erkennen. So, sind die nicht niedlich? Ja, die mussten mit. Er hier ist schon wieder ein bisschen gruselig, ne? Der guckt ganz böse. Aber er hier gefällt mir richtig gut. Ja. Und der ist auch cool. Das wird bestimmt irgendwo wieder auftauchen demnächst. Ne? Von Teddy. Dann habe ich, da habe ich mich echt drüber gefreut, diese Dosen mitgenommen. Habe ich vorher bei Teddy auch noch nicht gesehen. Benutze ich aber jetzt nicht, um Sachen zu verstauen, sondern um die zu verschenken, weil die kann man natürlich wunderbar verzieren. Die bleiben ja nicht so, ne? Die kann man bekleben und so weiter. Und dann, ja, kann man da irgendwas Schönes reintun und verschenken. Und dann habe ich noch Holzsterne. In verschiedenen Größen kann man auch ganz wunderbar anpinseln und irgendwo draufbappen. So, und das war's. Naja, so wenig war das ja nun auch nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir da jetzt auf der Uhr haben. Ich hatte ja vorhin ganz kurz auf Stopp gedrückt. Aber ich glaube, das reicht erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis ganz bald. Und ja, ganz liebe Grüße, ihr Lieben. Tschüss, eure Annie.